Das waren Einblicke in die Politik hier in Berlin. Und wir haben momentan das Glück, dass der Innensenator Henkel nicht mehr sein Unwesen treibt hier in dieser Stadt. Aber es gibt noch viel zu tun. Und Drogenpolitik ist etwas, man sagt hier, es ist Bundessache und nicht Landessache. Aber es geht noch viel weiter. Es ist eigentlich auch EU-Sache und es ist Weltgesundheitsorganisationssache oder UNO-Sache. Das heißt, man muss ganz oben ansetzen. Und einer, der das macht, das ist unser nächster Redner, der Enrico Flätzner, der kommt aus Italien und ist in der Europäischen Koalition von europäischen Netzwerken, die für die Legalisierung eintreten. Endgott, ja, nimm das Mikrofon und sag, was Sache ist. Hallo Leute, ich muss das leider lesen, mein Deutsch ist nicht so perfekt. Liebe Grüße von Berlin, von der Europäischen Koalition für gerechte und wirksame Drogenpolitik, Endgott. Danke für die Einladung in eure tolle Stadt. Wie Mann und Frau in Griechenland sagt, Oli Masi Borume, alle zusammen schaffen wir es. Ich heiße Enrico Flätzner, ich bin italienischer Journalist und Übersetzer und Mitglied des Führungskomitees von ENCOD, gegründet 1993, mit dem Zweck, den Drogenkrieg zu beenden. Ein Krieg gegen alle sozialen und ethnischen Minderheiten mit starken kriminellen und rassistischen Wurzeln. Wir sind Teil einer internationalen Bewegung, die in guten und schlechten Zeiten den Kurs hält und deren Hauptparole lautet: Freier Anbau für erwachsene Menschen, Freedom to Farm. Unter anderem auch, um den großen Organisationen und der Pharma-Lobby zu entkommen. ENCOD verstand sich von Anfang an als europäischer Dachverband der Legalisierungsbewegungen auf nationaler und internationaler Ebene. In unserem Führungskomitee finden sich unter anderem Journalistinnen, Politikwissenschaftlerinnen, Anthropologinnen, Motivationscoaches, Menschen aus Holland, Slowenien, Spanien, Österreich, Italien und natürlich aus Deutschland, welche an einer gerechten Drogenpolitik interessiert sind. Wir kooperieren mit vielen nationalen und internationalen Organisationen zu diesem Thema und finanzieren uns aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Als NGO ist ENCOD nicht gewinnorientiert. Bei der Generalversammlung, das machen wir Ende September in der Tschechischen Republik, wird das Führungskomitee für die kommenden 4 Jahre gewählt. Aus dem Führungskomitee wird ein Präsident für halbes Jahr gewählt, der eigentlich ein Hauptkoordinator ist. Dieses Amt rotiert zwischen den Mitgliedern des Führungskomitees. Ja, Entschuldigung. ENCOD hat ein Code of Conduct, also Verhaltensregeln für die Cannabis Social Clubs, nach spanischem Vorbild erstellt und unterstützt dieses Vorgehen. Wir betrachten dies als einen kleinen Schritt in Richtung einer neuen demokratischen Gesellschaft und einer zukünftigen menschengerechten Drogenpolitik und auch für den freien Anbau. Jedes Jahr halten wir eine Generalversammlung unserer Mitglieder. Das machen wir dieses Jahr vom 21. bis 23. September in der Tschechischen Republik. Ich lade alle Mitglieder hier schon einmal ein. Bitte meldet euch bei mir, wenn ihr interessiert seid. Unsere tschechischen Freunde sind sehr aktiv. Ihr kennt sicher schon die Initiative Cannabis War is Over, if you want. Jetzt hat der tschechische Drogenkoordinator Jindřich Vavolin auch noch eine neue Jahresstrategie präsentiert. Er lehnt darin die Tendenz in Richtung Unterdrückung und Prohibition ab und vertritt die Prinzipien des Schadens- und Risikominimierung von 2020. Im Laufe unserer Aktivitäten stoßen wir ansonsten immer auf die gleichen erfundenen Argumente, sogar auf internationaler Ebene, wie bei den meisten UNO-Drogenkonferenzen, die wir regelmäßig besuchen. Und ich vermute, diesen Eindruck habt ihr auch. Die Politik der Verbote hat keine Logik, außer vielleicht die Förderung eines Mechanismus des blinden und blöden Gehorsams. Eine Situation, die nicht mehr aktuell ist. Es ist bald vorbei mit dieser Disziplin, auch weil der moderne Mensch sowas nicht mehr annehmen kann. Wir sind jetzt versorgt mit diversen Informationen, Forschungen und Nachrichten aus aller Welt. Ein bisschen in die Geschichte zurückblickend. In Italien entwickelt sich diese Verbotspolitik folgendermaßen. Es kam eine kleine Gruppe von Aktivisten
wie David gegen Goliath diese absurde und kafkaeske Situation endlich entschleiert hast. Vor fast 90 Jahren, im Jahre 1925, eine Gruppe von italienischen Faschisten hat den Hanf als gefährliche Substanz eingefügt bei der Liga der Nationen. Damit war diese Angelegenheit für das UNO schon erledigt. Demzufolge hat Hanf kaum medizinisches Potenzial und das, obwohl schon 30 Staaten legal damit umgehen. Doch diese alten und neuen Faschisten der aktuellen italienischen Regierung ist der Wissenschaft nach Galilei weitergegangen. Und wir haben im Jahr 1950 in Israel THC entdeckt und dann die Anandamide, eine Substanz, welche unser Körper produziert, um die Cannabinoide-Rezeptoren zu verbinden und dann schlussendlich das Endocannabinoide-System. Das spielt bekanntlich eine unheimlich große Rolle in unserer Physiologie. Alle diese Entdeckungen scheinen keine Wirkung auf den Moloch der fest eingefahrenen Situation zu haben. Die UNO-Sachkundigen scheinen selbst keine Endocannabinoide-Rezeptoren zu haben, oder? Haben sie welche? Sogar die Weltgesundheitsorganisation in Genf sollte endlich Anfang Juni beim 14. Treffen des Expertenkomitees es mitbekommen haben. Dieses Treffen war erstmal ausschließlich Cannabis gewidmet. Eine unserer Kooperationspartner FAT hat zusammen mit mehr als 100 NGOs, internationale Aktivisten, darunter auch andere ENCOD-Mitglieder, über einen dementsprechenden Aufruf von 130 Wissenschaftlern zahlreiche Aktionen gesetzt, um die Weltgesundheitsorganisation davon zu überzeugen, dass mit diesem blinden Gehorsam der Verbotspolitik nicht mehr weitergeht. Es könnte sogar zu einem Wechsel der Regulierung von Cannabis in die Nicht-Drogenklasse kommen, nachdem Cannabis schon viel zu lange falsch eingestuft war, ohne damit verbundene sachliche Auseinandersetzungen oder weitere Forschung. Natürlich wollen die internationalen Behörden diesen Skandal noch unter den Teppich kehren, natürlich auch unsere verlogenen Politikerinnen, sowie ein Teil der Medien auch. Leider hatte dieser Ausschuss zur Drogenabhängigkeit in der UNO noch nicht das nötige Aha-Erlebnis diesbezüglich. Kennen Sie vielleicht noch unverschämte Lügen? Oder wäre es besser, das Kastell von Lügen unterdrückungspositiver zu kippen? Sogar die Food and Drug Administration, die Vereinigte Staatenadministration für Lebensmittel und Drogen, hat den Antrag an eine Antilegalisierungsbewegung abgelehnt, in dem gefordert wird, Cannabis und seine Derivate auf die Liste der regulierten Substanzen zu setzen, welche im Allgemeinen nicht als sicher und effektiv angesehen werden. Dieser Schritt sei laut eines Schreibers an die Drug Watch International vom 2. Juli, Janet Woodcock, Direktorin von FDA, Zentrale für Drogen Evaluation, nicht nötig, um die Volksgesundheit zu schützen. In Europa ist man geneigt, alle kapitalistischen Schritte der USA nachzumachen. Bis hier wäre ein guter Schritt. Danke für die Einladung. Wir machen sicher weiter. Auch weil wir haben alle hier eine tolle Arbeit mit diesem Marsch rund um Berlin. Aber wir haben immer noch nicht erlebt, was möglich ist, wenn die Massen, die Multitude sich sammelt. Gemeinsam sind wir stark. Bitte unterstützt euch ENCOD und teilt eure Erfahrungen mit uns, denn ENCOD sind wir alle. Wir werden es schaffen, der Hanf wird siegen. Als ENCOD-Vorstand haben wir uns sehr über eure Einladung gefreut. Auch für uns, die Hauptdevise lautet, freier Anbau. Wir sind alle gespannt, was diese vielen Versuche von Basisgruppen und Berliner Bezirken Alternative zur Produktion aufzuzeigen wird. Wir müssen einen alternativen Weg aus der Pleite der Verbotspolitik, aus der Mitte der Gesellschaft aufzeigen und dazu ist Berlin die ideale Stadt. Wir als ENCOD sind begeistert von eurer Initiative für eine gerechtere Hanfpolitik. Gerecht und wirksam zur Zeit der Politik der lokalen und europäischen Institutionen sicher nicht. Der Kampf ist nicht vorbei. Freier Anbau für alle, in jeder Stadt, in jedem Land. Denn wenn die Politiker nicht in der Lage sind, ihre Verantwortung gerecht zu werden, um ein wichtiges gesellschaftliches Thema anzupacken, dann müssen die Bürgerinnen handeln, um ihnen den Weg zu zeigen. Wir glauben, dass in diesem Kampf nicht darum geht, Cannabis zu kaufen oder zu verkaufen zu dürfen. Auch wegen der legitimen Versammlungsfreiheit müssen wir unsere Institutionen gründen. Zum Beispiel die Cannabis Social Club ist in Mitte der Verfassungen, die das ungerechte System des gegenwärtigen Betäubungsmittelgesetzes, den Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln, beseitigen sollte. Im Laufe eines aktiven Prozesses des sozialen Widerstandes. Schadensbekämpfung im Vordergrund. Freiheit vom Anbau von Pflanzen für persönlichen Gebrauch
sollte ein Grundrecht aller erwachsenen Bürger unserer Erde sein. Ein Prinzip, das wir von unten an erkämpfen sollten. Eine Lösung, die nicht leicht zu erkämpfen ist, weder in Rom, Athens, Berlin oder Hamburg. Der Ruf freier Anbau stammt von allen, von die verstehen, das größte Verbrechen der Prohibition seit Menschengedenken darin bestand, das ausgeglichene Verhältnis zum Universum auszulösen. In Bezug auf Pflanzen, die uns gut tun, uns heilen und Krankheiten verbeugen und die dabei helfen, unser Leben genießbarer zu machen. Wir müssen diese Erkenntnis wieder allgemein zugänglich machen. Das ist das wahre Ziel der antiprohibitionistischen Bewegung. Danke. Der Kampf geht weiter. Es ist international. Und dazu macht es auch noch immer öfter Spaß. Danke, Berlin. Danke. Das waren klare Forderungen von Engott, vorgetragen von Enrico Fletcher. Ja, ich fasse es einfach ganz kurz zusammen. Die Drogenpolitik gehört eigentlich nicht in die Hände der Weltgesundheitsorganisation, weil Drogen nehmen hat etwas zu tun mit Wissenschaft, mit Bildung und mit Kultur. Und dafür ist die UNESCO zuständig. Und die Riten der Psychonautik und die Riten der Shivaisten und der Sadhu, das ist eigentlich ein immaterielles Weltkulturerbe und das gehört geschützt und nicht verfolgt.